Ja, heute wollen wir über das Prinzip der Vorbezahlung sprechen oder auch, wie man dazu sagt, des Prepay auf Englisch. Und das ist ein Prinzip, das ist ganz besonders wichtig, auch wiederum zum Verstehen der kommerziellen Situation und wie man überhaupt in seinem Leben auf die Gläubigerseite kommen kann, als vielmehr immer auf der Schuldnerseite zu sitzen. Das hat auch wiederum seinen Ursprung natürlich in der Natur und da kann man vielleicht mal ein etwas humorvolles Bild nehmen und sich überlegen, als man geboren wurde, hat da die Mutter eine Rechnung bekommen von Gott. Ja, für alle die Ressourcen, die der Kleine da mal verbrauchen wird. Und wie muss die Mutter das zahlen dann? Ist das alles in Form einer Rechnung mitgeliefert worden? Oder ist das Kind auf die Welt gekommen und es gab keine Rechnung? Nun, ich nehme an, dass eher das Letztere der Fall ist. Denn die Ressourcen, die es auf dieser Welt gibt, die hat kein Mensch geschaffen. Kein Mensch hat die geschaffen. Das heißt, kein Mensch hat das Gold in die Erde gebracht oder das Kupfer oder das Salz oder andere Mineralien. Das war alles da, das Land war da und das Einzige, was der Mensch tun musste, ist Arbeit leisten, um sich sozusagen dieser Ressourcen, dieser Dinge, die schon da waren, zu bedienen. Das heißt, dem Menschen wurde alles im Vornherein schon gegeben und das Einzige, was er leisten musste, war Arbeit, um diese Dinge herauszuholen aus dem Boden oder einen Acker zu bebauen, um sozusagen in den Genuss dieser vorbezahlten Dinge, Ressourcen zu kommen. So, und tat er das, jetzt gehen wir mal davon aus, dass es überhaupt kein Geld gibt, tat er das, dann hat er etwas geschaffen. Er ist in den Wald gegangen, er hat einen Baum gefällt, er hat ihn verarbeitet zu einem Tisch oder Stuhl und irgendwann steht das fertige Produkt vor ihm, der Tisch oder und der Stuhl und er hat nichts dafür bezahlt, außer seine Arbeit. Er hat Arbeit investiert darin. Und der Tisch und der Stuhl ist sozusagen ein Ausdruck von Wert in der Form der Arbeit, die der Schreiner in die Fabrikation dieser Gegenstände hinein investiert hat. Das heißt, es ist der Beweis, dass der Schreiner Arbeit geleistet hat. Und jetzt kann er das natürlich, wenn er will, das verkaufen zu einem Profit. Oder aber er kann es tauschen für etwas anderes, was jemand durch seine Arbeit erwirtschaftet hat. Auf jeden Fall ist der Tisch und der Stuhl Ausdruck der Vorbezahlung, denn der Schreiner hat hier seine Arbeit investiert und die Materialien waren eh schon da. Das heißt, er hat etwas vorinvestiert oder vorbezahlt in Form seiner Arbeit und das ist sichtbar in diesem Tisch und diesem Stuhl. Das ist das Prinzip der Vorbezahlung. Und ganz genauso ist es mit allen anderen Dingen heute in der Welt. Alles ist wirklich vorbezahlt. Denn sonst stünde kein Auto beim Autohändler, sonst stünden keine Nahrungsmittel im Supermarkt. Alles ist vorbezahlt. Und dieses Prinzip ist natürlich etwas unter die Räder gekommen, oder sagen wir so, es wurde mehr oder weniger verschleiert. Das ist ein sehr substanzielles Prinzip. Und wie ist es verschleiert worden? Nun, durch verschiedene Dinge. Erstens mal natürlich durch Kommerz, dann durch Gewichte und Maßeinheiten. Das sind alles Dinge, die dieses Prinzip der Vorbezahlung verschleiert haben. Und das kam dadurch zustande, dass eben Kaufleute anfingen, international Handel zu treiben. Das heißt, sie brachten die Seide aus China und den Tee aus China und wollten dafür Gold haben oder andere Dinge, hauptsächlich Gold. Und das waren sozusagen die Kaufleute oder die Händler, die eben dazwischen standen und jetzt sozusagen dieses Prinzip der Vorbezahlung, ja, nicht zunichte gemacht haben, aber zumindest verschleiert hatten. Denn sie hatten jetzt sozusagen beide Seiten, ja. Ich gehe zum Händler hin und sage, ich will Seide. Der Händler sagt, gut, ich bin in 6 Wochen wieder aus China zurück und dann bringe ich Seide mit, aber jetzt gib mir mal das Geld. Gib mir das Geld erst. Da ist das Prinzip der Vorbezahlung da. Das heißt, da brauche ich Geld dafür. Wenn der Händler was anderes annimmt, wie einen Tisch oder einen Stuhl, den ich mache, umso besser. Aber der Händler ist auch zufrieden mit Geld oder irgendetwas anderem, was man mit ihm vereinbart. Das ist also eine reine vertragliche Vereinbarungssache. Kein Zwang wirklich, da Geld zu geben.
Und dann sage ich zum Händler, und du kannst dann 10% als Profit behalten dafür, dass du mir die Seide gebracht hast und mir das sozusagen möglich gemacht hast. Und jetzt geht der Händler dahin, nimmt das Geld, was man ihm gegeben hat, bringt das nach China und kauft Seide, aber 10% des Geldes behält er für sich, das ist sein gerechter Lohn dafür, dass er etwas für mich tut. Und dann bringt er mir die Seide zurück und er lässt das Geld dort. Das wäre also ein ganz normaler Handel. Das heißt, ich bezahle den Händler vor und er geht und kauft es für mich und bringt es mir zurück. Nun, heute basiert das eher auf Kredit. Das heißt, der Händler sagt, nun, ich besorgte die Seide und ich bringe den ganzen Schwung an Seide mit und dann suchst du dir das aus, was du haben willst. Und dann bezahlst du mich. Das heißt, hier hat der Händler möglicherweise, musste er in die Vorkasse gehen, wenn er nach China kommt. Oder aber er hat dort einen Kredit und sagt, ich bezahle auf Rechnung, quartalsweise oder monatlich, bezahle ich dann dem Hersteller der Seide sozusagen die angefallenen Gebühren und Kosten für die Güter. Oder aber sie bedienen sich von Banken. Und genau hier, da ist das Problem. Die Banken, die international im Kartell operieren, können sich gegenseitig Kreditbriefe ausstellen und die werden auch von großen Firmen auch angenommen, die auch letztendlich wieder im Kartell operieren mit den Banken. Aber wer immer zahlt, ist natürlich letztendlich der Kunde, also der Endverbraucher, der das dann aus seiner Substanz zahlen muss, während alles dazwischen abgelaufen ist, ohne überhaupt, dass irgendjemand da in Schweiß ausgebrochen wäre. Also das Prinzip der Vorbezahlung ist das Gegenteil vom Prinzip der Kreditnahme. Das heißt, ich bezahle erst und dann erbringt der andere die Leistung. Das heißt, ich bin ihm gegenüber der Gläubiger. Wenn ich aber sage, du, jetzt mach das erstmal und dann bezahle ich dich hinterher, dann bin ich ein Schuldner ihm gegenüber und man zwingt den Leistungserbringer oder den Dienstleister dazu, einem Kredit zu geben. Das heißt, der Dienstleister ist der Kreditgeber und der den Dienst in Anspruch nimmt, ist der Schuldner auf diesen Kredit. Und jetzt macht das vielleicht auch Sinn, wird etwas klarer, die Prinzipien hier, auf welchen dieser Kurs fußt, das ist das Prinzip der Vorbezahlung. Das heißt, Sie sind mir gegenüber Gläubiger, so wie das festgelegt ist in der Einverständniserklärung. Das heißt zwar nicht bezüglich, dass ich Ihnen irgendwelche Dokumente bringen muss, aber dass ich hier zweimal im Monat oder aber, sollte das nicht hinhauen, wenigstens sechsmal in 3 Monaten eben einen Abend meiner Zeit zur Verfügung stelle und über bestimmte Dinge spreche, für die Sie sich interessieren. Und das ist der Deal. Das heißt, Sie haben mich vorbezahlt pro Monat und ich muss dann die Leistung erbringen. Das heißt, ich schulde Ihnen die Gegenleistung und Sie sind aber in dieser Transaktion der private Gläubiger. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn Sie Schuldner wären. Und damit das nicht passiert, damit Sie nicht Schuldner bleiben, sind wir da auch sehr strikt. Das heißt, wer nicht pünktlich vorbezahlt, so wie festgelegt, dem wird der Zugang gesperrt. Ja, damit da nicht die Gefahr besteht, dass ein Schuldverhältnis auf Sie zukommt. Sie mögen das als erst einmal als repressiv empfinden, aber tatsächlich dient es Ihrem Schutz des Gläubigerstatuses. Das ist also wichtig zu verstehen. So, und das gleiche Prinzip ist natürlich auch, wenn ich eine vorbezahlte Kreditkarte zum Beispiel verwende oder eine Zahlkarte, die vorbezahlt ist. Das heißt, das, was ich da drauf tue, das muss ja entweder Bargeld sein oder von einem Konto kommen, je nachdem, das hängt von der Karte ab. Und es ist Ausdruck meiner Energie. Das heißt, habe ich dafür gearbeitet, wenn ich meine Karte vorbezahle, dann habe ich dafür auch etwas geleistet. Das heißt, ich mache das nicht aus irgendwelchen spekulativen Gewinne oder Lotteriespielen oder Aktien, in solche Dinge, auf die lasse ich mich nicht ein, sondern das ist wirklich das Geld, was ich bekommen habe für meine Arbeit und privat bedeutet das für mich, das ist ein substanzieller Wert. Auf der privaten Seite ist das ein substanzieller Wert und damit bezahle ich meine vorbezahlte
Kreditkarte vor, so dass ich auch eben mal was online einkaufen kann, ja, oder erwerben kann. Das heißt, niemand kann mir gegenüber geltend machen, dass ich sein Schuldner wäre. Das ist ja genau das, was in der Bibel beschrieben steht, dass man keine Schulden machen soll, dass man sich nicht in Abhängigkeit begeben soll eines anderen, da man ihm sonst unterworfen ist. Und das gehört in das Prinzip mit da hinein. Große Händlerhäuser, wie zum Beispiel Amazon oder auch überhaupt, wo man online einkauft als ganz normaler Mensch, die verlangen immer die Vorbezahlung. Das heißt, man bezahlt und dann wird geliefert. Obwohl sie die Buchung erst dann durchführen, wenn sie das tatsächlich herausgegeben haben. Da ist Amazon sehr präzise. Das belastet das Konto erst, wenn die Dinge tatsächlich versendet wurden. Und das ist wirklich ganz korrektes kommerzielles Verhalten. Und da ist das Prinzip der Vorbezahlung mit drin. Und jetzt muss man das Prinzip der Vorbezahlung aber auch noch auf eine ganz andere Stufe heben. Oder besser gesagt, man muss erkennen, dass es auf einer ganz anderen Stufe auch operiert. Und das ist international. Denn alles, was heute existiert, ist vorbezahlt. Durch Kredite. Und wo kommen diese Kredite her? Das ist natürlich die Frage. Also erst einmal müssen Sie sich überlegen, dass wenn Sie beim Autohändler ein Auto sehen, dann ist dieses Auto, so wie es da steht, das hat genau den Wert Null. Das hat den Wert Null. Das Auto selber ist komplett vorbezahlt. Jeder, der daran gearbeitet hat, ist bezahlt worden. Es sei denn, die Autofirma geht pleite, aber in der Regel ist das der Fall. Der ist bezahlt worden. Die Vorstände sind bezahlt worden. Ja, möglicherweise Investoren haben eine Dividende bezahlt bekommen. Also das Auto steht da zum Wert Null. Und da darf man sich nicht verwirren lassen durch den Preis, der dort angegeben ist. Der Preis ist lediglich, das sind die Zinsen, die auf die Kredite anfallen, die der Autohändler oder der Autohersteller aufgenommen hatte, um das Auto zu produzieren. Das heißt, Autohändler, große Nahrungsmittelketten, Infrastrukturversorger wie Telekommunikation, Wasser, Strom, die operieren immer auf Krediten und nicht auf Basis dessen, was Sie denen zahlen. Ja, versuchen Sie mal als ganz normaler Mensch, auch wenn Sie guter, erfahrener Geschäftsmann sind, eine Elektrizitätsfirma sozusagen aus der Taufe zu heben und versuchen Sie dann mal, die zum Laufen zu bringen. Das werden Sie nicht schaffen, es sei denn, Sie haben spezielle Menschen, die Ihnen sozusagen das Know-how zur Verfügung stellen. Und diese Menschen, die werden Ihnen vermittelt von Banken, wenn der Bankier oder ein entsprechender Bankier, muss man sagen, Sie dafür geeignet hält, eine solch, sagen wir mal, wichtige, essentielle, kommerzielle Rolle zu übernehmen. Mal ganz davon abgesehen, dass es genügend Stromversorger gibt, aber das wird entschieden von Bankiers. Das heißt, die werden Ihnen die entsprechenden Menschen, die dann bei Ihnen arbeiten können, vermitteln oder Ihnen diese vorschlagen und die werden das dann so einrichten, dass Ihre Elektrizitätsfirma eben auf öffentlichen Krediten operieren kann. Denn die brauchen Kredite und das sind ganz besondere Kredite. Das sind nämlich genauso wie beim Staat Kredite, die nicht zurückzahlen müssen. Ja, der Staat zahlt auch die Kredite nicht zurück. Der Staat gibt die Staatsanleihen, die verkauft er. Und dafür bekommt er, sozusagen, das nennt man zwar einen Kredit, aber darauf fallen nur die Zinszahlungen an. Das ist in der Schweiz zum Beispiel auch so bei Hypotheken. Die Menschen zahlen nicht das Kapital zurück, sondern sie zahlen lediglich die Zinsen. Und man kann dann da natürlich auch einige Dinge tun, wie zum Beispiel das Darlehen ablösen nach 7 Jahren oder wenn die Bank eine Ablösung sagt oder vorschlägt zu refinanzieren zu einem günstigeren Zinssatz, dann gibt es da bestimmte Möglichkeiten, wie man die Hypothek sozusagen dann neutralisieren kann, dass man auch die Zinsen nicht mehr zu zahlen hat. Aber das ist die korrekte Art und Weise, wie man damit umgeht. Die Kredite sind nicht dazu da, zurückgezahlt zu werden. Das ist nur bei Verbraucherkrediten der Fall. Das heißt, hier ist wieder der ganz normale Mensch letztendlich, sozusagen, ja, muss da das dicke Ende des Stocks in seiner Hand halten. Ja, und kann nur mit der dünnen rumwedeln. Also das ist keine gute Position.
Also das ist wichtig, dass man das versteht, dass der Staat und die an ihn angebundenen Infrastrukturversorger nicht die Kredite zurückzahlen müssen. Sie müssen lediglich die Zinsen auf diese Kredite bedienen. Ja? Und somit sind die Zinsen der Preis. Das heißt, der Preis, den Sie sehen beim Auto, das sind die Zinsen. Denn das Auto herzustellen, nun, das ist wirklich eine sehr teure Angelegenheit. Ja, was da alles gemacht werden muss und die Ressourcen, die Vorproduzierung von all den verschiedenen Teilen, was ist da alles an Energie drin in einem Auto, das ist ja ganz unwahrscheinlich. Und jetzt wird natürlich durch die elektronische Herstellung von Teilen, wird natürlich eigentlich dieser Zinssatz, ist der eigentlich zu hoch, denn der Wert oder die Kredite, die dafür in Anspruch genommen werden müssen, wären eigentlich immer niedriger, aber die haben da einen gewissen Spielraum. Das heißt, die können da eine ganze Menge zu Buche schlagen bezüglich dieser Kredite und tun sie auch, so viel sie bekommen können. Ja, und dann sind die Preise natürlich völlig überzogen, auch bezüglich der Zinsen. Also wenn Sie da ein Auto sehen für 30.000 Euro, dann ist das mit Sicherheit ein überzogener Zinssatz. Ja, der muss gezahlt werden an die Kreditgeber bezüglich des Darlehens, das ist korrekt, aber trotzdem ist es überzogen und eine ganze Reihe von Menschen, die verdienen sich eine goldene Nase dazwischen drin. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, wir wollen hier nur das Prinzip wirklich angucken und nicht, wie das missbraucht wird. Und jetzt, wo kommen diese Kredite her? Da schließt sich gleich die Frage an, ganz generell, wo kommen Kredite überhaupt her? Was ist das? Wo entstehen die? Nun, es wird immer wieder behauptet, dass die Banken das Geld sozusagen aus dem Nichts schaffen. Und das ist nicht korrekt. Das mag zwar den Anschein haben, aber das ist nicht ganz korrekt. Denn eine Bank kann überhaupt kein Geld schaffen, auch nicht in der doppelten Buchführung, keine Kredite schaffen, eher Kredite. Sie schaffen kein Geld, sondern sie schaffen Kredite, wenn es nicht auch ein Kollateral gibt. Denn man kann nicht immer, ja, nur Gott kann Sachen aus dem Nichts schaffen. Ein Mensch kann das nicht. Und die Bankiers sind keine Götter, auch wenn sie sich manchmal für solche halten, aber sie sind keine Götter. Und sie schaffen die Kredite nicht aus dem Nichts, sondern sie haben immer Kollateral im Hintergrund. Ganz gleich, was das jetzt ist, es gibt immer Kollateral, also etwas, Kollateral ist, sind die Gegenstände oder die Dinge oder die Rechte, die eine Bank hat oder der Kreditschöpfer sozusagen, aufgrund wessen er die Kredite schaffen kann. Das heißt, er hat etwas. Und jetzt muss man sich überlegen, wo kommen diese Kredite her? Und das ist eine relativ einfache Sache zu verstehen, aber in der Praxis ist es sehr undurchsichtig. Aber das Prinzip ist ganz einfach. Wir haben ja mehrmals jetzt schon das angedeutet und darüber gesprochen, dass wir als Männer und Frauen, Männer und Weiber, wir sind diejenigen, die Energie geben. All diejenigen, die jeden Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen, ob sie selbst beruflich tätig sind oder ob sie Angestellte sind oder ob sie nur zu, auch, was heißt nur, ob sie zu Hause sind und sich um ihre Kinder kümmern, das dient ja alles sozusagen der Zuarbeit, dass der Brotverdiener in der Familie ausgehen kann und auch von außen mehr Wert in die Familie einbringen kann. All diese Menschen, die Arbeit leisten, das sind diejenigen, aufgrund dessen Kredite geschaffen werden. Und man muss sich immer wieder die Frage stellen, was ist das Einzige, was wirklichen Wert hat? Was ist das Einzige, was wirklichen Wert hat? Und das ist ein ganz wichtiger Satz und ein ganz wichtiges Konzept, wenn Sie mal bezüglich Ihrer kommerziellen Prozesse irgendwie in einen Zustand der Verwirrung geraten, dann halten Sie sich diese Frage immer wieder vor Augen. Was ist das Einzige, was wirklichen Wert hat? Und ich sage Ihnen, das Einzige, was wirklich einen Wert hat, ist die menschliche Arbeit. Das ist das Einzige. Denn nichts passiert ohne diese. Es gäbe keine Goldmünzen, weil niemand das Gold raffinieren würde und ausgraben würde. Es gäbe kein Kupfer, es gäbe überhaupt gar nichts. Es gäbe nichts zu essen, nichts. Das alles entsteht durch menschliche Arbeit. Das heißt, menschliche Arbeit ist das Kapital. Und jeder Mensch, der arbeitet und etwas herstellt oder dazu beiträgt, dass etwas hergestellt wird, der hat in diesem Gegenstand seine Arbeit manifestiert. Und das wird immer so bleiben.
Das wird immer so bleiben. Und wenn man im Angestelltenverhältnis ist, dann verzichtet man natürlich auf das Recht, einen Gewinnanteil an diesem Gegenstand oder ein weiteres Interesse an diesem Gegenstand beizubehalten, im Gegenzug dafür, dass man ein Gehalt bekommt. Aber das Gehalt bekommt ja auch nur die Person und es bekommt nicht der Mann oder das Weib, sondern die Person bekommt das und es ist dann wiederum, unterliegt allen möglichen öffentlichen Rechtsvorschriften und so weiter. Und es ist auch nur Schuldgeld wirklich. Man selber gibt 100% der Arbeit und das, was man dafür bekommt, ist letztendlich eine Verbindlichkeit, eine Haftung. Das ist also mal ganz streng genommen oder erst einmal oberflächlich betrachtet wirklich kein guter Deal. Ich gebe meine Arbeit, das ist Substanz, und ich kriege nichts weiter als Verbindlichkeiten in Form von Skript, von Fiat-Geld, auf welches dann ich auch noch die Verbindlichkeiten bezahlen muss. Und nur deswegen, weil ich ein fremdes System unter dem, was ich schon angedeutet hatte, Prinzip des Rätselbogen Rechtsverhältnisses in Anspruch genommen habe. Ja, aber dann zahle ich davon auch noch von diesem Wert, 50-60% fällt mir davon ab und dann kommen noch die Elektrizitätsfirmen und wollen das auch noch aus meiner Substanz, obwohl sie das alles lediglich auf Kreditbasis erwirtschaftet hatten. So, und da merkt man, dass hier die Dinge vorbezahlt sind, wir bezahlen die vor durch die Arbeit, aber wir verzichten auf einen Großteil dieser vorzüglichen Situation, in der wir als Vorbezahler sind, freiwillig, wenn auch mit einer gewissen Unwissenheit verbunden. Und damit jetzt hier einem Staat und einem System nicht nachgesagt werden kann, das ist ein bisschen haarspalterisch, aber so sehen die das, geben sie einem diese Freistellung letztendlich dann in Bezug auf die doppelte Buchführung in Form der ausgleichenden Verbindlichkeit, über was wir in der Zukunft sprechen würden. Aber Sie hören diese Begriffe immer wieder von mir und wenn Sie die Aufnahmen in der Zukunft immer wieder anhören, werden Sie auf einmal bemerken, dass jetzt das, was ich jetzt hier sage, was noch unverständlich sein mag, auf einmal Sinn macht. Das heißt, hören Sie sich die Aufnahmen durchaus periodisch mal wieder an, dann werden Sie bemerken, dass Sie Dinge verstehen, auf einmal aus früheren Aufnahmen, die Sie damals noch nicht verstanden haben. Und das Ganze wird sich abrunden zu einem wirklich holotropischen Verständnis der Situation. So. Und weil die Arbeit das Einzige ist, was wirklich Wert schafft, ist das natürlich auch das, was am besten kollateralisiert werden kann, was am besten als Sicherheit genommen werden kann. Und was passiert jetzt genau? Und jetzt sprechen wir mal grob über den Ablauf, was eben passiert und wie der Staat das überhaupt schafft. Nun, erst einmal ist es klar, dass Staaten und überhaupt jede Art von Fiktion in einer Art von Konkurs operiert, und zwar gleich von Anfang an. Das wäre nicht der Fall, wenn jetzt jemand daherkommen würde, er sagt, ich gründe eine Firma und ich gebe hier 50.000 Goldmünzen als Eigenkapital mit ein. Dann ist diese Firma sofort liquide und kann sofort loslegen. Okay, aber das ist in der Regel erst einmal nicht der Fall. Es gibt einige, die haben etwas angespart an Schuldgeld auf der öffentlichen Seite und legen das dann mit ein, zum Beispiel 25.000 Euro oder so oder 50.000 in einer GmbH. Das nennt man, das ist nicht weiter als das Haftungskapital, aber wirklich Operationskapital, das ist dann noch eine andere Frage. Die müssen das irgendwie schaffen, dass sie so schnell wie möglich Einnahmen machen. Ja? Also man kann sagen, ohne die Arbeit ist jede Art von Konstrukt sowieso immer gleich pleite. So, und das ist auch okay. Das ist völlig okay, denn eine Sache, ein Ding, eine Fiktion wie eine Firma kann keinen Wert schaffen ohne jemand, der wirklich Arbeit leistet, der Arbeit verrichtet. Das ist völlig unmöglich. Das geht nicht. Energie fließt nur dann, wenn Arbeit verrichtet wird, ob das die Natur tut durch Wasser und man verwendet ein Wasserkraftwerk oder ob das der Wind tut. Das spielt alles keine Rolle oder ob der Apfel wächst und man den essen kann. Es wird immer eine Form von Arbeit verrichtet in der Art und Weise, dass Energie eben fließt. Und jetzt hat der Staat natürlich, der sagt, weil die Menschen das so wollen, sie wollen ein Gebilde und sie wollen eine Nation. Und dann gibt es eben Menschen, die sagen, okay, wir wollen den Menschen das geben. Ja, ob das jetzt mit guten Absichten passiert oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Aber sie wollen das den Menschen geben, natürlich, weil sie auch ordentlich profitieren können davon. Und sie sagen, gut, das ist kein Thema,
unterwirfst du dich uns dann? Stimmst du mit zu, dass du dann den bei den Regeln spielst? Und man sagt, naja, okay, ja, mach ich. Gut, dann registrier mal deine Kinder. Das heißt, von nun an werden die Geburten registriert. Oder die Namen besser, der Geborenen. Und was passiert mit einer solchen Registrierung? Nun, durch die Registrierung wird ein Titel geschaffen. Ein Titel auf der öffentlichen Seite. Man behält zwar die substanziellen Rechte vor an dem Kind, aber da muss man auch aufpassen, denn wenn die später aufgrund des Titels operieren, dann greifen sie oft in die Substanz durch und dann holen sie sich den Gegenstand, der sozusagen den Titel kollateralisiert. Da muss man also aufpassen und dieses wirklich gut auseinanderhalten können. Aber es wird erst einmal ein Titel geschaffen und der Beweis dafür ist die Geburtsurkunde, die man bekommt. Ja, da steht Geburtsurkunde drauf, das ist eine Urkunde von dem Staat, der sagt, ja hier, das ist registriert worden, dieser Name, und die sprechen von einem Kind. Von einem Kind sprechen sie. Und das ist, da muss man immer aufpassen, wenn sie anfangen von Kindern zu sprechen oder von Erziehungsberechtigten anstatt von Vater und Mutter und Sohn und Tochter. Ja, die letzteren, das sind Begriffe aus der Substanz. Die vorherigen sind Begriffe aus der Fiktion. Das heißt, die beziehen sich auf Titel. So. Und diese Geburtsurkunden, die werden natürlich jetzt nicht die Geburtsurkunden selber, das ist nur ein Beweis dafür, dass ein Titel geschaffen wurde, dass man könnte sagen, dass ein Sicherungsinteresse an der Arbeit des Kindes geschaffen wurde. Das ist das, was die Urkunde wirklich zeigt. Die Urkunde selber ist kein Wertpapier in dem Sinne, denn sie gibt lediglich einem den Beweis in die Hand, dass der Staat jetzt ein Interesse hat an dem Namen, und so ein Interesse ist natürlich immer kommerzieller Natur. Völlig klar, was für ein anderes Interesse soll er denn sonst haben? Also dieses Interesse ist kommerzieller Natur. Das heißt, es gibt Hinweis darauf, dass der Staat jetzt ein Sicherungsinteresse hat bezüglich der Arbeit, die über diesen Namen verrichtet wird. Und das ist natürlich dann später einmal der herangewachsene Sohn oder die herangewachsene Tochter, die Arbeit leisten in diesem Namen in der Öffentlichkeit und somit Wert schaffen. Und also bei der Geburt schon wird dann dieser Wert belastet und das ist das Kapital, was wirklich der Staat hat. Das bündelt er zusammen in sogenannte Staatsanleihen, da kommt alles mögliche andere noch mit rein. Also da kommt natürlich auch dann letztendlich Personalausweis mit rein, Führerschein, all die kommerziellen Titel, die man hat, das sind alles Sicherungsinteressen. Der Kfz-Brief oder eigentlich ist es das Herstellerdokument des Autos, was in Deutschland, soweit ich weiß, nie jemand irgendwie zu Gesicht bekommt. Das liegt bei irgendwelchen Banken. Und die können also all das kollateralisieren und sind somit die Eigentümer. Das heißt, der Staat ist wirklich Eigentümer dieser Titel und er muss dann natürlich auch in Folge eigentlich dafür sorgen. Nun gut, auf jeden Fall kann man sehen, dass durch diese Registrierung wir den Staat auch vorbezahlt haben. Denn wir haben ihm einen Wert gegeben, der hat sich zwar noch nicht manifestiert, aber der Staat kann das schon umsetzen. Die können das in der Fiktion umsetzen. Die können das in der Fiktion zu Krediten machen, die dann sozusagen natürlich nicht rückzahlbar sind. Das ist klar, denn Arbeit, die man leistet, die leistet man nicht unter der Vorstellung, dass man diese zurückbezahlt bekommt. Das ist ein Irrsinn. Ja, ich arbeite nicht, weil ich irgendwann hoffe, dass mir jemand meine Arbeit zurückzahlt, sondern ich arbeite, weil ich etwas bewirken will. Ich will etwas schaffen. Das heißt, da ist die kreative, schöpferische Tätigkeit des Menschen drin verankert. Das ist eine Notwendigkeit für ihn. Und wenn es kein Geld gäbe, würde jeder so frei schaffen, wie er das gerne wollte. Und muss sich natürlich an Naturgesetze halten, wie ich füge einem anderen keinen Schaden zu, das ist klar. Aber überlegen Sie mal, Sie wären nicht vom Geld abhängig. Sie könnten entscheiden, ob Sie heute aufstehen und was tun, oder aber ob Sie einfach mal sagen, nee, heute will ich lieber lesen, oder heute kümmere ich mich um meine kranke Mutter. Oder heute gehe ich mal in mein Atelier und mal ein Bild. Sie könnten jeden Tag entscheiden, was Sie tun wollten. Und natürlich muss das etwas Struktur haben, denn wenn jeder das
immer täte, so nach Gutdünken, kann es gut passieren, dass irgendwann vor allen Dingen in Städten einfach keine Nahrungsmittel mehr in ausreichendem Maße vorhanden sind. Also da sieht man, dass eine gewisse Struktur innerhalb von Städten durchaus seinen Sinn macht. Aber das ist das Kapital, die Arbeit des Menschen. Und der Staat nimmt das, verarbeitet das in irgendeiner Form. Wie genau, das kann ich nicht sagen. Das sind Insider-Informationen, über die ich nicht verfüge. Und gibt das heraus in Form von Staatsanleihen. Und diese Staatsanleihen, die kaufen die Banken oder halten die Banken als Sicherheit und geben dafür dem Staat einen gewissen Kredit. Und weil diese Arbeit ja auch geleistet wird, und auch wenn sie nicht geleistet werden würde, spielt wirklich weniger eine Rolle. Sie ist registriert und man geht davon aus und also gebührt dem Staat ein gewisser Kredit. Weil diese Arbeit durch die natürliche Arbeitsweise des Menschen vorbezahlt wurde, müssen diese Kredite auch nicht zurückgezahlt werden. Das ist der Grund. Aber weil jetzt hier die Banken sich sozusagen in diese Position Gottes sozusagen gedacht haben, sie können sich da hineindrängen, wollen sie natürlich dafür einen Tribut haben. Und das sind die Zinsen. Und es sind diese Zinsen, die sozusagen eine Abhängigkeit schaffen von den Staaten gegenüber den Banken. Und natürlich den Hintermängern der Banken. Glauben Sie nicht, dass die Banken hier wirklich diejenigen sind, die da hundertprozentig in Kontrolle sind? Das ist nicht der Fall, sondern es sind die Hintermänner hinter den Banken. Da passiert viel, das ist sehr traurig und sehr unglaublich. Auf jeden Fall wird sozusagen dafür für diese zur Verfügungstellung der Kredite eben Zinsen eingefordert. Und jetzt ist es aber ganz geschickt so, die Bankiers, die können da jetzt auch nicht, weil sie ja das Kreditgeld sozusagen auf Buchebene herausgeben und nicht jetzt substanziell in Form von Geldscheinen, sondern wirklich, das sind Bucheinträge. Jetzt werden diese nach dem Prinzip der doppelten Buchführung natürlich auch verrechnet. Und das heißt, dass für diese Kredite auch immer eine ausgleichende Verbindlichkeit mitgegeben muss, denn das Kapital muss nicht zurückgezahlt werden und die Zinsen auch nicht. Die können nicht etwas verlangen, was es ja noch gar nicht gibt. Das ist das Prinzip dahinter. Und schon gar nicht im Konkurs. Denn die Banken haben dafür gesorgt, dass das Gold abgeschafft wurde. Das heißt, es gibt nur Kreditgeld. Und das hat in dem Sinne keine, nicht direkt selber substanzielle Qualität. Und man muss dem Menschen ja auch sozusagen eine Zinsführung, eine Zinsrückführung ermöglichen. Und daher kommt das nämlich jetzt auch. Das heißt, die Zinsen, die die Banken erheben, sind natürlich für deren Profite. Das ist klar. Aber es ist gerechtfertigt. Warum? Weil wenn man sich diesen ganzen Kreislauf anguckt, dann sieht man, Ursprung ist menschliche Arbeit, die hier verbrieft wurde. Die wird in Staatsanleihen umgewandelt, diese Staatsanleihen werden internationalen Banken geben, internationalen Währungsfonds und so weiter, wer da alles mit drin steckt. Und dann werden daraufhin Kredite vergeben zu einem Zinssatz. Das heißt, mit anderen Worten, dass hier jetzt die Bank der Halter des Wertes der Vorinvestition ist. Und weil das meine Arbeit ist, aufgrund dessen diese Kredite geschaffen werden und natürlich selbstverständlich die Arbeit der Kursteilnehmer und alle anderen Menschen wirklich, ja, sind die Banken nichts weiter als die Verwalter dieser Kredite. Und demzufolge stehen die Zinsen, die aufgrund dieser Kredite eingenommen werden, auch letztendlich dem letztendlichen Gläubiger zu. Und das sind natürlich wir. Denn wir geben die Arbeit. Wir geben die Arbeit. Die Arbeit ist das, was Wert hat. Das Einzige, was wirklich Wert hat. Das heißt, uns stehen diese Zinsen zu. Das heißt, wir haben diesen ganzen Betrieb vorbezahlt und wir haben, oder unsere Eltern besser gesagt, wir bestätigen das dann zwar später, aber erst einmal unsere Eltern haben unserem Namen Glaubwürdigkeit gegeben, erstens mal dadurch, dass sie ihn registriert haben und zweitens mal dadurch, dass der Staat diese Registrierung angenommen hat. Er hat sie angenommen. Und damit hat der Staat gesagt, ja, dieser Name hat Glaubwürdigkeit. Und wir bekommen dafür eine Urkunde. So. Und
Damit stehen uns natürlich auch die Zinsen zu, die in unserem guten Namen bezüglich von Krediten erwirtschaftet werden. So, die Banken halten das. Aber die Banken können uns das nicht vorenthalten. Die Banken können nicht natürliches Recht brechen. Niemand kann das. Und aus diesem Grund wurde das doppelte Buchführungssystem genommen. Erstens, also oder das ist mit ein Grund. Der erste Grund ist, jede Art von Fiktion ist immer pleite und es braucht immer Menschen und deren Arbeit, damit überhaupt Wert über diese Fiktion sozusagen konvertiert werden kann. Weil die pleite sind, weil sie selber keine Substanz haben, dürfen sie sich auch keiner substanziellen Währung bedienen. Das kann nur der Mann. Mein Tisch, der Stuhl, das, was ich selber schaffe, meine Gemälde, ja, meine Unterschrift, wenn man das als Gemälde betrachtet, kann man durchaus tun, ja, das ist etwas, das hat Wert, das habe ich geschaffen. Das ist Substanz, das alles können Sie nicht sehen, das alles können Sie nicht verwerten. Das geht nicht, deswegen brauchen Sie Kredite. Und diese Kredite sind auf der privaten Seite vorbezahlt, da wo die Substanz ist, da wo Männer, Weiber, Söhne und Töchter sind. Da ist das vorbezahlt. Das heißt, wir sind als Männer, Weiber, Söhne und Töchter die einzigen Gläubiger, die überhaupt ein System haben kann. Denn alle anderen, die vorgeben, sie sind Gläubiger, können das nur tun, weil sie unsere Energie haben, weil sie unsere Energie kollateralisieren und nicht mal ihre eigene. Denn wenn die nur ihren Lebenssinn haben, ihre Arbeit darin, unsere kollateralisierte Arbeit zu verwalten, dann sind sie genauso abhängig und profitieren davon und sind also wiederum eigentlich unsere Schuldner. So, und das geht nicht. Das wäre ein wahnsinniges Ungleichgewicht, wenn sie das einfach so machen könnten. Das ist völlig gegen Naturrecht, völlig gegen biblische Gesetze. Und deswegen haben sie das auch nicht so gemacht, deswegen haben sie die doppelte Buchführung eingeführt in der Öffentlichkeit, womit der Zinssatz, also der Preis von Dingen und Waren, immer mit in der Transaktion vorhanden ist in Form der ausgleichenden Verbindlichkeit, die in den sogenannten Nebenkonten oder Off-Ledgern, sagt man dazu, immer mit eingetragen wird. Und wie das genau passiert, da haben wir eine spezielle Sitzung über Buchhaltung, wie das genau operiert, und das ist, kann ich Ihnen gleich vorweg sagen, für die meisten Buchhalter ist Buchhaltung auch noch ein böhmisches Dorf, ganz besonders die doppelte Buchführung. Und im Deutschen wird erstaunlicherweise Nebenkonto wirklich oder Off-Ledger wirklich falsch übersetzt. Ja, Off-Ledger ist die Nebenbuchführung, es sind keine Unterkonten. Das wird oft falsch übersetzt. Also da gibt es eine ganze Reihe von Begriffsverwirrungen. So. Das heißt, es ist diese ausgleichende Verbindlichkeit mit im System eingebaut. Und wir müssen sie lediglich beziehen. Aber das können wir erst dann, wenn wir den Titel, den wir dem Staat sozusagen gegeben haben über den Namen, auch für den Wert akzeptieren, den er hat. Denn akzeptieren wir das nicht für den Wert, den der Staat diesem Titel, also unserem guten Namen, beimisst, ja, dann haben wir auch keinen Anspruch, dann sind wir lediglich Benutzer, Verbraucher, anonyme Verbraucher. Das heißt, die Person ist nichts weiter, wir benutzen, wir bedienen uns der Person und wir verbrauchen. Das ist die, natürlich schöpfen wir auch, aber das haben wir nie zum Ausdruck gebracht, sondern wir verbrauchen. Das heißt, was gibt uns der Staat mit diesem Titel? Der Staat gibt uns mit diesem Titel natürlich die Rechte und Verbindlichkeiten, die im öffentlichen System vorhanden sind, in diesem kommerziellen System, wie Verordnungen, was die als Gesetze bezeichnen. Und aus diesem Grund kann man auch nicht sagen, dass deren Gesetze ungültig sind, denn es sind keine moralischen, objektiven Gesetze, sondern es sind Handelsgesetze. Und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob die richtig eingeführt wurden oder nicht, ja, das ist alles gar kein, ist wirklich völlig unwichtig. Es sind die Regeln eines kommerziellen Systems. Es ist sozusagen die Hausordnung. Und wenn man in deren Haus operiert, muss man sich an deren Hausordnung halten, denn man profitiert ja auch dadurch. Das ist jetzt mal ganz einfach gesagt. Natürlich ist da ein weiter Spielraum für Missbrauch, das ist klar.
aber das ist das Prinzip dahinter, damit Sie sehen können, dass das System selber völlig korrekt aufgebaut ist und dass der Missbrauch, der darin stattfindet, wiederum der Missbrauch Einzelner ist, die natürlich manchmal in Syndikaten und durch gewisse Bruderschaften und so weiter verbunden, sich dieses Systems in negativer Weise bedienen. Das ist klar, das ist aber überall so. Also das ist keine Charakteristik jetzt des Systems, sondern das ist eine Charakteristik von Menschen, die einfach eine niederträchtige Lebensweise haben. Und solche sind überall zu finden. So, also die Zinsen, die der Staat zahlen muss auf die Staatskredite, die Zinsen, die der Autohersteller zahlen muss auf die Kredite, die er bekommt, die Zinsen, die Tescos oder Aldi bezahlen muss für die Herstellung der Nahrungsmittel, das sind die Zinsen, die uns zustehen. Und die werden natürlich an die Banken zurückgezahlt, die ja letztendlich über dann den Internationalen Währungsfonds und die Bank für internationalen Ausgleich unser Kollateral halten, nämlich die Titelpapiere für den Wert unserer Arbeit. Aber die letztendlich Begünstigten müssen natürlich wir sein, denn wir haben ja auch unsere Arbeit sozusagen als Kollateral dem Staat zur Verfügung gestellt. Das heißt, es steht und fällt alles mit uns, mit den eigentlichen Gläubigern. Und wenn Sie heute sehen, wie die Menschen krank gemacht werden und wie eine riesige Völkermigration da stattfindet, eine Vermischung stattfindet, wie man heute sieht, dass Menschen viel zu frühzeitig sterben, dann kann man sich einmal überlegen, ob es nicht das Ziel ist, einiger ganz besonders niederträchtiger Geister, die also da lenkend ihre Hände über dem Weltgeschehen halten, ob nicht deren Absicht ist, die eigentlichen Gläubiger zu vernichten, sodass sie diese Schuld nicht zurückzahlen müssen. Denn die schulden uns. Alle schulden uns. Alle im System schulden uns. Das ganze System schuldet uns, wenn wir es ganz streng und genau nehmen. Wir sind die Gläubiger, die schulden uns. So, jetzt, was passiert also in dem Moment, wo man ein Auto zum Beispiel erwirbt, wo man den Preis bezahlt. Man muss daran denken, der Preis, das sind die Zinsen. Und der Preis ist nichts weiter als die Differenz zwischen Großhandel und Einzelhandel. Im Großhandel hat alles den Wert Null, da sind auch die Zinsen relativ niedrig. In dem Moment, wo man den Preis bezahlt, erst dann bringt man überhaupt das Auto, hier in dem Fall das Auto, rüber in die Öffentlichkeit und jetzt auf einmal ist es dort ein kollateralisierbarer Gegenstand. Vorher nicht. Und mit der Bezahlung des Preises hat man etwas getan. Man hat bekundet sein Interesse an dem Gegenstand. Und deswegen, interessanterweise, sagt man im Englischen zu Zinsen auch Interest. Interest. Interesse. Interest. Ich habe ein Interest. Ich habe ein Interesse daran. Oder ich habe die Zinsen daran. Ich habe die Zinsen dafür bezahlt. Im Deutschen, man spricht auch von Mietzins. Und das Wort Zins überhaupt ist ein interessanter rechtlicher Begriff. Da kann man sich mal mit befassen, wenn man die Zeit dazu hat. Also es geht um die Zinsen. Um die Zinsen auf Kredite. Und wenn man diese Zinsen zahlt oder die anderweitig begleicht, dann sagt man, ich habe jetzt ein Interesse daran. Und mit der Bezahlung dieser Zinsen wird das Auto und die damit verbundenen Titelpapiere, damit hat man sozusagen ein Recht, ein kommerzielles Recht an diesen Dingen. Und zwar hauptsächlich am Titel. In dem Moment, wo man das in Besitz nimmt, das ist eine ganz andere Sache. In dem Moment, wo man eine Sache im Besitz hat, das hat wirklich herzlich wenig eigentlich zu tun mit dem, was im Kommerz passiert. Denn im Kommerz passiert heute alles aufgrund von Titeln. Die Frage ist also, wer hat ein Recht daran? Und dann sagt man, ja, die oder jene Partei hat ein Recht daran. Gut, okay, Sie haben das Recht daran, Sie haben den Titel. Und dann kann der da hingehen und sagen, gut, jetzt kollateralisiere ich diesen Titel. Jetzt gehe ich zur Bank und nehme einen Kredit darauf auf. Und die Bank sagt, okay, alles klar, Sie haben das Titelpapier, wunderbar. Dabei interessiert es niemanden, oder in den meisten Fällen nicht, wo das Auto ist und wer es hat. Das heißt, Besitz und natürlich Eigentum und Titel, das sind Dinge, die sind erst einmal rein technisch gesehen völlig unabhängig voneinander.
Es gibt bestimmte Einschränkungen, aber auf die sprechen wir noch. Heute nicht, aber in der Zukunft. Also wer Besitz hat von einer Sache und wer den Titel über die Sache hat, womit ja ein Recht an der Sache qualifiziert ist, das spielt wirklich weniger eine Rolle. Und das nennt man Sicherungsrecht. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt hatte. Der Staat schafft ein Sicherungsinteresse bezüglich der Arbeit. Das heißt, der Staat will nicht die Arbeit, sondern der Staat will den Wert der Arbeit in Form eines Sicherungsinteresses, was er in Form von Staatsanleihen dann kollateralisieren oder verkaufen kann, sozusagen zu Kredit machen. Das ist das, was dahinter steckt, wirklich. So. Ich weiß, das ist sehr viel heute, aber jetzt, nachdem ich das alles gesagt hatte, schaffen wir noch einmal hier ein rundes Bild über diesen Kreislauf. Es ist logisch und nachvollziehbar, dass das Einzige, was Wert hat, die menschliche Arbeit ist. Ja, stellen Sie sich vor, da gibt es 10.000 Firmen, keine arbeitet für die, die sind überall ordentlich registriert, aber niemand arbeitet für die. Nichts hat Wert. Wir haben dann auch keinen Wert, wenn wir nicht arbeiten und vor allen Dingen würden wir alle verhungern. Also, das ist logisch und nachvollziehbar. Wir haben niemals bei unserer Geburt dafür zahlen müssen, dass wir geboren wurden. Soweit ich weiß, und ich kenne auch niemanden anders, auch aus eigener Erfahrung, mir und auch meiner Frau wurde nie eine Rechnung vorgelegt von Gott für die Inanspruchnahme von Ressourcen dieser Welt oder dieser Erde. Und das würde auch völlig hier dem so widerlaufen, was in der Bibel und anderen Schriften geschrieben steht, nämlich, dass Gott gesagt hat, macht euch die Erde untertan, bevölkert sie, bebaut sie, beackert sie. Das ist jetzt das frei übersetzt, aber das ist das Prinzip dahinter. Nun, was meint er damit? Macht sie euch untertan. Ja, nutzt sie. Und das dann natürlich so zu verstehen wie, beutet sie aus, das ist völlig verkehrt. Denn wenn man sich etwas untertan macht, dann ist man auch dafür verantwortlich. Das muss man richtig verstehen. Mache ich mir andere Menschen untertan? Ja, natürlich können die sich dagegen wehren, wenn sie das wollen. Aber vielleicht tun sie das gar nicht, weil sie wissen, aha, ich kann für den arbeiten. Er sorgt dann auch für mich. Er kleidet mich, er gibt mir zu essen und so weiter. Ich bin sein Untertan. Ja, ich muss den Regeln dann folgen, aber für mich ist gesorgt und für viele Menschen ist das eine wunderbare Art und Weise zu leben und zu existieren und sie sind glücklich und zufrieden damit, weil sie das so selber wollen. Sie können ja jederzeit sagen, so, jetzt will ich nicht und mein Vertrag ist aus und jetzt gehe ich und dann geht er. Ja, dann ist er halt auf sich alleine gestellt selber. Und das ist also keine schlechte Sache. Muss man sich gut Gedanken drüber machen und das nicht alles so dogmatisch einfach mal ablehnen, ja? Denn was glauben Sie, was die meisten Menschen heute sind? Nichts weiter als untertan in einem System, was sie nicht verstehen. Und das hat seine repressiven Handlungsweisen oder über dieses System werden die repressiven Perversitäten einiger Lenker und Denker sozusagen durchgeführt. Aber gut, anderes Thema. So. Der Staat nach der Registrierung der Geburt gibt einem eine Geburtsurkunde und sagt damit, gut, jetzt haben wir ein Sicherungsinteresse an der Arbeit und das müssen wir natürlich verwenden, denn sie haben uns das gegeben. Wir müssen ihnen etwas im Gegenwert geben. Das ist völlig klar, ne? Denn ich verschenke doch nicht meine Arbeitskraft. Das ist nicht mein Verständnis gewesen, dass nach der Geburt oder auch nicht das Verständnis meiner Mutter, dass bei der Geburtenregistrierung sie mich zum Sklaven eines fremden Herrn macht, das war nicht ihr Verständnis und ich glaube auch nicht, dass das ihr Verständnis war, als sie ihre Kinder, sofern sie welche haben, registriert haben. Oder die Namen der Kinder, besser gesagt. Wir wollen mal ganz hier präzise sein. Die Namen ihrer Töchter und ihrer Söhne. So. Und der Staat gibt uns deshalb als Beweis die Geburtsurkunde und damit ist gezeigt, dass wir den Staat vorbezahlt haben. Das heißt, alles ist vorbezahlt. Wir haben ihn vorbezahlt. Und nur aufgrund dessen, aufgrund dieser kollateralisierten Arbeitskraft, kann jetzt der Staat sozusagen in der Fiktion Kredite bekommen. Und das muss natürlich mit Zinsen belastet sein, das ist klar, denn das steht uns zu. Das steht uns zu, diese Zinsen. Und wie können wir die verwenden?
Nun ja, natürlich nicht in Form von Bargeld, denn ist auch wieder nur Fiktion, sondern in Form der ausgleichenden Verbindlichkeit, die durch die doppelte Buchführung geschaffen wird. Das heißt, bekomme ich eine Rechnung, dann sehe ich darin den vorbezahlten Anteil meines Kredites. Das heißt, mit anderen Worten, das sind die Zinsen, die mir auf der privaten Seite als Mann und Weib zustehen, bezüglich der Kredite, die das Institut aufgenommen hat, um mir den Strom zu liefern. Ja, die müssen die Kredite nicht zurückzahlen. Das habe ich freigegeben über die Banken. Deswegen wird das nicht zurückgezahlt. Die vorbezahlte Arbeit ist frei. Das ist immer frei. Ja, das muss ich nicht geben. Das müssen die auch nicht geben. Aber sie müssen die Zinsen tilgen. Nun, was tue ich deshalb? Na, ich nehme die Zinsen doch an. Ich sage, ja, danke. Vielen Dank, dass Sie mir die anbieten, diese Zinsen. Das ist korrekt so und ich unterzeichne das. Das ist die Annahme. Ich unterzeichne das und gebe Ihnen das jetzt zurück zur Tilgung Ihrer Verbindlichkeit. Denn die Zinslast, die auf der Rechnung steht, das ist die Verbindlichkeit der Firma, nicht meine. Ich habe nur die Verbindlichkeit, die Zinsen anzunehmen, damit die Firma hinterher sagen kann, na, das war schon gerechtfertigt, dass wir die Kredite bekommen haben. Schauen, wir haben all die Unterschriften oder wir haben all die Zahlungen von den Leuten, die haben alle gesagt, das ist gerechtfertigt. Das ist, dient als Beweis dafür, dass die zeigen können, dass sie entsprechende Kredite auch ordentlich verwendet haben. Und wenn die das zurückbekommen, das Papier, angenommen, dann gibt es eine bestimmte buchhalterische Technik, nach den Intermittent Accounting Principles, wo ganz klar Anweisungen da sind, wie die das zu verbuchen haben, sodass die Schuld getilgt ist und dass nicht weiterhin auf öffentlicher Seite die daherkommen und jetzt einem sozusagen noch einmal in die Tasche greifen wollen. Das geht nicht. Ja, das ist das System dahinter. Und das ist logisch, das ist nachvollziehbar und steht als eine Maxime des Naturrechts wirklich. Und darauf muss man sich immer wieder besinnen, damit man nicht sich ablenken lässt von irgendwelchen merkwürdigen Äußerungen da. Das ist das Prinzip dahinter. Und das sollte man natürlich jetzt nicht argumentativ einbringen. Das heißt, dass alles, was ich Ihnen hier heute gesagt habe, das ist nicht etwas, bietet sich nicht an, das als Argument zu verwenden. Aber es bietet eine ganz solide Grundlage für das Verständnis. Und aus dieser Grundlage heraus zu operieren, da formuliert man Dinge anders. Da sieht man den ganzen Prozess anders. Das heißt, was die mir da geben, das sind die Zinsen. Die stehen mir zu. Die muss ich annehmen, den zurückgeben, damit die nicht auf der Zinszahlung sitzen bleiben, denn die haben ja nichts. So, und die können das dann verrechnen mit der ausgleichenden Verbindlichkeit, die aufgrund der doppelten Buchführung dann entstanden ist, als sie die Rechnung ausgedruckt und eingegeben hat. Okay, in der doppelten Buchführung wird für jede Transaktion finden mindestens zwei Buchungen statt, aber auf jeden Fall immer eine gerade Zahl. Das ist ein bisschen komplizierter, aber man kann sagen, es sind zwei Buchungen, die immer gegen sich gegenseitig aufheben, die gegenseitig einen Transaktionswert von Null erzeugen. Das heißt, die Sache ist vorbezahlt, sie ist ausgeglichen, die Zinszahlungen oder die Zinsangebote sind lediglich dazu da, dass die zeigen können, dass sie die Kredite des Menschen nicht missbraucht haben. Und wenn sie dann diese Annahmen nicht annehmen und Bargeld wollen, dann ist das eine wirkliche Verunglimpfung des Menschen, der Männer, der Weiber, eine Verunglimpfung. Das ist eine Sünde, denn es ist alles vorbezahlt. Die sind alle bezahlt worden dort. Und was passiert mit den Geldern, die einheimsen? Nun, wir sprechen darüber, wenn wir über doppelte Buchführung sprechen. Gut, jetzt muss man noch etwas verstehen. Und das ist das Thema, das gehört mit in den Bereich der Vorbezahlung mit hinein. Und das ist das ganze Thema der Maßeinheiten und Gewichtseinheiten. Maßeinheiten und Gewichtseinheiten, Längenmaße, Gewichtsmaße, Höhenmaße, was es da alles gibt. Das ist nichts weiter als ursprünglich eine Möglichkeit gewesen, Dinge korrekt zu konstruieren. Das hatte eine praktische Anwendung. Ja, wenn ich einen
Haus bauen wollte oder ein größeres Gebäude, dann musste ein Balken eine bestimmte Dicke haben, die musste man messen. Und eine bestimmte dürfte eine bestimmte Länge nicht überschreiten, die musste man messen, damit sie ein gewisses Gewicht halten konnte. Dazu sind Maßeinheiten und Gewichtseinheiten und alle möglichen anderen Einheiten natürlich hervorragend, und es ist logisch, dass die entdeckt wurden und verwendet werden. Aber heute werden diese Einheiten zu Geld gemacht. Das heißt, auf einmal werden Äpfel verkauft per Kilo. Oder Bindfäden per Länge. Ja, und da sehen Sie, dass hier das nichts weiter dient als der zusätzlichen Kreditschöpfung. Natürlich kann man die Dinge letztendlich ausgleichen, wenn man will, über Annahme und Akzept, aber erst einmal können die eine fast unbegrenzte Menge von Geld einnehmen, damit, dass sie auf einmal eine bestimmte Längeneinheit für einen bestimmten Preis verkaufen. Und das fing übrigens schon an, bevor sich das alles fiktionalisiert hatte. Das war damals der Trick der Geldwechsler, der Goldhändler. Die hatten das damals schon so eingefädelt, kann man sagen, dass also für Gewichtseinheiten oder für ein bestimmtes Gewicht einer Sache oder eine bestimmte Länge oder Größe einer Sache eben ein bestimmter Preis in Rechnung gestellt wurde. Und da sehen Sie, das ist ein völliger Missbrauch wiederum, denn es ist alles in Überfluss vorhanden. Und das Einzige, was es braucht, ist menschliche Arbeit. Und dass jetzt der Apfelbauer alle die Äpfel pflückt und dann das abmisst nach Kilos und die nach Kilo verkauft, das ist natürlich eine Art von Vergehen. Denn der Bauer müsste die nur so weit verkaufen, insoweit den ganzen Bestand, den er hat, soweit, dass er davon leben kann, dass er sich weiter unterhalten kann. Okay? Niemand, kein Mensch wurde geboren auf dieser Welt, um Profite zu machen. Denn Profite ist immer, das muss man sich auch überlegen, jetzt, wenn man sich mit Vorbezahlung befasst, Profite ist ein Überhang, ein Überfluss, den man bekommen hat für das, was man geleistet hat. Das heißt, man hat es verkauft oder man hat mehr eingenommen, als es eigentlich wert ist. Und dieser Mehrwert sozusagen, das ist, worauf man die Mehrwertsteuer gezahlt hat. Jetzt ist es die Umsatzsteuer, weil es alles rein kommerziell geschäftlich ist. Aber das ist das Prinzip der Mehrwertsteuer. Da müssen wir auch noch drüber sprechen, dass man das auch versteht. Und dieser Mehrwert, wenn ich einen Profit mache mit meiner Arbeit, das heißt, ich habe am Jahresende mehr als das, was ich reingesteckt hatte, und das, nachdem ich gegessen und gelebt habe und alle meine Verbindlichkeiten getilgt habe, das ist ja Profit letztendlich, nachdem alle Ausgaben abgezogen sind, dann verfüge ich über etwas, was ich anderen Menschen ungerechtfertigterweise genommen habe. Denn ich habe mehr bekommen als das, was es wert war, als das, was ich ausgegeben habe. So, jetzt kann ich deswegen aufgrund dessen zum Beispiel meinen Lebensstandard verbessern oder das aber auf die Seite legen und mir ein immer bequemeres Leben machen. Jetzt kann ich vielleicht sogar noch meine Apfelplantage noch größer machen, meine Apfelbaumplantage, und noch mehr Profite erzielen und noch größere Gewinne machen. Das heißt, ich habe mehr profitiert, ich habe mehr bekommen als das, was ich geleistet habe. Und da sehen Sie, was das für eine Gefahr ist mit diesen, wenn man Längen- und Gewichtseinheiten abwiegt und dann die pro Pfund oder Zentimeter verkauft. Denn das, was man jetzt mehr hat, das hat man sich nicht verdient durch die Arbeit, sondern das ist etwas, was anderen Menschen fehlt, was sie zu viel gegeben haben. Und aus diesem Grund ist es ein Gebot, zum Beispiel bei Banken, in den sogenannten privaten Investmentprogrammen, dass mindestens 50% der Profite gestiftet werden. Ja, das heißt, jedes Mal, wenn man so einen Deal macht, die können nie schief gehen, ich will da nicht viel drüber sagen, aber nur damit Sie das mal gehört haben, 50% von den Gewinnen müssen zu wohltätigen Zwecken gegeben werden. Und genauso ist es eine Verbindlichkeit der Reichen früher immer gewesen, dass sie sozial tätig waren, dass sie Dinge gespendet haben, dass sie Dinge ins Leben gerufen haben, weil sie wussten, dass das, was sie extra haben, diesen extra Wohlstand, den haben sie nur aufgrund der Tatsache, dass sie anderen etwas genommen haben,
mehr als das, was sie selber geleistet haben. So, und deswegen, aufgrund dieser Tatsache des Profites, Profit ist etwas wirklich sehr Unmoralisches. Das hört sich vielleicht neu an, dieser Gedankengang, aber es ist einfach keine gute Sache und ist auch etwas, was mir von jeher widerstrebt hat, solange ich genügend habe, um mich zu ernähren und anständig zu ernähren, so wie ich das will, meine Familie versorgen zu können, solange ist mir das genug. Ja, für mich ist das ein Fluss, Geld muss fließen, es muss in Umlauf sein, es muss etwas damit passieren. Also, für mich ist das jetzt kein fremder Gedanke, dass Profite unmoralisch sind. Aber vielleicht für andere ist es das. Aber zurück jetzt zum Konzept. Registrierung des Namens. Vom Staat bekommt man eine Geburtsurkunde. Staat kollateralisiert, hat also ein Sicherungsinteresse an der Arbeit und mit diesem Sicherungsinteresse, Security Interest, sagt man dazu auf Englisch, kann der Staat dann Staatsanleihen herausgeben, die von den Banken aufgekauft werden. Die Banken machen daraufhin Kredite, stellen sie dem Staat zur Verfügung. Der Staat ist für die Zinslast lediglich verantwortlich und die erbringt der Staat in Form von ausgleichenden Buchungen, denn auch die Banken sind in der doppelten Buchführung tätig und müssen das auch verbuchen. Das heißt, der Staat hat dann die Verbindlichkeit, Annahmen in ganz gleich welcher Form, wir sprechen darüber noch genauer, dann auch an die Banken zurückzuübertragen und diese zu beziehen. Und die Banken halten also sozusagen das Sicherungsinteresse über unsere Arbeit. Und deswegen ist jede Rechnung, die präsentiert wird an uns, nichts weiter als die Zinslast für das Unternehmen. Das ist unser Guthaben sozusagen bei denen. Das ist das, was uns zusteht. Und wir nehmen die an, wollen sie aber nicht ausgezahlt bekommen haben, denn damit würden wir gegen das Prinzip der Vorbezahlung verstoßen. Wir wollen jetzt auf einmal bezahlt werden. Nein, wir nehmen das an und sagen, ja, ich akzeptiere das, vielen Dank und gebe es euch zurück zum Ausgleich eurer Verbindlichkeiten. Und damit können die dann in der doppelten Buchführung die ausgleichende Verbindlichkeit beziehen, die sowieso in der Transaktion mit eingebaut ist. Und alles hat seinen ordnungsgemäßen Lauf. Und somit werden wir die natürlich auch, können wir die Zinsen in Anspruch nehmen, die die Banken halten. Und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, dass das nicht im Interesse ist jetzt der Banken, die ja profitieren wollen. Das heißt, gleichzeitig geben sie ihr privates Skript heraus, wie zum Beispiel den Euro, ja, oder das Pfund, je nachdem, welche Währung. Und wenn man das hat, dann kann man damit bezahlen, wenn man so will. Ich finde, das Wort bezahlen ist nicht korrekt. Man müsste eher sagen, ausgleichen. Aber gut. Und dann haben die Banken sozusagen zusätzlich, sind sie entledigt von ihrer ausgleichenden Verbindlichkeit, die sie uns gegenüber haben. Und sie haben jetzt noch einmal etwas aus unserer Substanz genommen, nämlich das, was wir sozusagen verdient haben. Was aber eigentlich die Person verdient hat. Was die Person verdient hat in Form von Kaufkraft auf der öffentlichen Seite, damit sie existieren kann. Das ist etwas, das müsste ganz hundertprozentig, weil es ja auch unter diesem Konzept von Krediten hergestellt wurde, ja, müsste alles frei sein. Und ist es auch eigentlich, aber wir müssen umdenken und wenn wir über Generationen jetzt auch wieder mehr als 20 Jahre diese Regeln und diese Handlungsweisen annehmen und akzeptieren und so tun, wie wenn wir weiterhin noch so arbeiten wie in den Tagen, wo Gold und Silber im Umlauf war, naja, dann ist das natürlich teilweise unser eigenes Verschulden, aber diese Heilungen sind da. Und niemand kann einen anderen gegen seinen Willen dazu zwingen, Arbeit zu leisten und dafür nicht einen Ausgleich zu erbringen. Das geht nicht. Und es ist da nicht genug, wenn der Staat sagt, ja, wir bieten aber Schutz. Das hat damit gar nichts zu tun, denn auch der Staat und die Leute dort werden bezahlt aus diesen Krediten, die der Staat ja bekommt. Das heißt, damit ist das ausgeglichen und es besteht wirklich kein weiterer Anspruch jetzt in irgendeiner Art und Weise, den Menschen über die Personen oder über die Namen zu unterdrücken. Also deswegen wird jetzt auch ganz klar, dass der Staat in seiner Funktion völlig abhängig ist von der Arbeitskraft der Menschen und dass er wirklich nur dadurch existiert und handlungsfähig ist, dadurch, dass es uns gibt, uns Männer und Weiber, die Arbeit leisten,
mit der Arbeit, die das Einzige ist, was Wert hat. Und somit ist der Staat auf gar keinen Fall, in irgendeiner Form, den substanziellen, lebendigen Männern und Weibern übergeordnet. Er kann bestimmen, was mit den Personen passiert. Und das kann er deswegen, weil wir Halter sind auf etwas, was wir nie angenommen haben. Der Staat hat zwar die Übertragung eines Sicherungsinteresses angenommen an der Arbeit, aber haben wir auch angenommen die ausgleichende Verbindlichkeit, die der Staat hat? Oder sind wir einfach nur Halter? Nun, wir sind Halter auf diese Geburtsurkunden. Und der Halter im Kommerz ist derjenige, der haftbar ist. Das heißt, wir sind jetzt Titelhalter einer Person, aber wir haben lediglich den Haftungstitel. Das heißt, wir sind immer haftbar auf diese Person. Das heißt, alles, was passiert ist, wir werden als Treuhänder gesehen. Wir werden als jemand gesehen, der sozusagen die Treuhandschaft übernimmt oder die Co-Treuhandschaft über die Staatsfinanzen. Das heißt, mit unseren Konten in der Öffentlichkeit, die eigentlich alle vorbezahlt sind, sind wir jetzt die Treuhänder und müssen nach öffentlichen Regeln dieses Treuhandvermögen, diese Zahlungen sozusagen ganz auf der öffentlichen Seite sozusagen abhandeln nach deren Gesetzen und Verordnungen. Denn wir haben denen nie gesagt, dass wir auch die ausgleichende Verbindlichkeit, die der Staat hat, angenommen haben. Und wenn man die Verbindlichkeit eines anderen nicht explizit annimmt, dann braucht dieser diese einem auch nicht zur Verfügung zu stellen. Das ist das Prinzip. So. Und jetzt, um das Ganze noch in den Kontext, also in den Zusammenhang von privat und öffentlich zu stellen. Sie können sich also sofort jetzt selber vorstellen, dass somit das Schuldverhältnis immer auf der öffentlichen Seite sitzt. Das heißt, auf der öffentlichen Seite sitzt das Kreditwesen, das operiert auf dem Prinzip des Kredites, und auf der privaten Seite, da operiert die Vorbezahlung. Denn es sind private Männer und Weiber, die ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, ja. Das heißt, das sitzt auf der privaten Seite. Deshalb sitzt die Vorbezahlung, dadurch, dass das ganze System nur aufgrund dieser privaten Vorbezahlung funktioniert, sitzt natürlich also auf der privaten Seite die Vorbezahlung und natürlich auch letztendlich der Gläubiger. Und man muss sich immer überlegen, dass jedem Wertpapier, ganz gleich, was es ist, ob es Staatsanleihe ist oder Bond oder Promissory Note, letztendlich immer ein Mann oder ein Weib zugrunde liegen muss. Das heißt, die müssen das herausgeben. Und all diese ganzen Wertpapiere, die heute in der Öffentlichkeit herausgegeben werden, Derivate und so weiter und so fort, werden in unserem Namen herausgegeben. Und warum? Weil wir die Verträge immer in einer bestimmten Art und Weise unterzeichnen, die der Bank oder den Banken an oder anderen mit Kredit operierenden Institutionen eine Blankovollmacht geben und diese die einfach verwenden. Das heißt, die kopieren Unterschriften und setzen die auf neue Derivate mit drauf. Das heißt, sie bauen ganze Investitionspyramiden mit den unbeschränkten Unterschriften von ihren eigenen Kunden. Das ist eine Sache, die tun die. Das ist auch keine Urkundenfälschung in dem Sinne, weil man hat das nie ausgeschlossen und die gehen davon aus, nun, die Menschen müssen wissen, was sie tun. Naja, das ist zweifelhaft, das so zu sehen, aber wirklich an rechtlich an den Karren fahren kann man ihnen damit nicht, denn damit halten sie natürlich auch die Staatsfinanzen und das ganze kommerzielle Wesen sozusagen am Laufen und davon profitieren wir alle jeden Tag auf die eine oder andere Art und Weise. Und das ist auch gerechtfertigt, aber wir müssen sehen, ob wir nicht in eine noch etwas bessere Position hereinkommen können, wo alle trotzdem voll befriedigt nach Hause gehen. Der Bankier, wie wir auch. Mit dem einen einzigen Unterschied, dass eben eine Plünderung jetzt von nun an ausgeschlossen ist. Und das ist unsere eigene Verantwortung. Jeder muss selbst dafür sorgen, dass er sich nicht plündern lässt. Und da kann man nicht dem anderen vorschreiben, er soll einen nicht plündern. Denn darauf reagieren die nicht, aber wo sie darauf reagieren, ist, wenn auf einmal dann so eine Plünderung sehr teuer wird für die. Das heißt, wenn es die in ihrem eigenen Portemonnaie trifft, dann hören sie auf damit. Ja, denn wer so niederträchtig operiert, der operiert aus Profitgründen oder Machtgründen.
Machtgelüsten. Und Macht wird durchgesetzt in Form von ökonomischer, also von wirtschaftlicher Schlagkraft oder letztendlich militärischer, aber erst einmal hauptsächlich in Form von ökonomischer Schlagkraft. Und ökonomische Schlagkraft bedeutet heute über Kredite verfügen können, über Geld verfügen können. Und wenn ihnen diese Möglichkeit entzogen wird oder stark limitiert wird, dann erschließt sich ganz logischerweise, dass auch ihre Macht schwindet oder verringert wird. Und damit soll man jetzt nicht ungerechtfertigt umgehen, das heißt, man soll einem anderen nicht ungerechtfertigt oder zu voreilig eine große Verbindlichkeit aufdrängen oder aufhängen, denn man muss immer an das Sprichwort denken, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Das darf man also nicht tun, sondern dass solche Verbindlichkeiten dann einem anderen auferlegen, nur in außerordentlichen Fällen, wo der sich partout weigert oder durch Stillschweigen versucht, die Sache unter den Tisch zu kehren, eben einem die ausgleichende Verbindlichkeit, die alle haben, die in der Öffentlichkeit operieren, alle Institutionen, die auf Staatskredite hin operieren und die diese uns schulden. Denn gleichen sie das nicht aus, so wie von uns gefordert, dann plündern sie. Aber wir haben auch noch nicht die Grundbausteine gelegt oder das Fundament gelegt, damit wir dieses wirklich tun können. Und das ist das, worauf wir hier wirklich hinarbeiten. Ich habe jetzt viel von der Geburtsurkunde gesprochen und das wird natürlich ein weiteres Thema sein. Also heute haben wir über das Konzept der Vorbezahlung gesprochen und wie sich das einbettet dann in die Rechtsform, darüber sprechen wir das nächste Mal oder mit anderen Worten, das nächste Mal fangen wir an, uns die verschiedenen Rechtsformen mal genauer anzugucken.